jeden Fall gezeigt, dass das Thema sich durchaus eignet für einen Inhalt-Vortrag. Da ist viel Nerdisches drin, sehr vieles. Und viel Literatur darüber geschrieben. Mich wundert es, oder was heißt mich wundert es, aber für mich ist so eine der Hauptfragen, wenn ich das sehe, wie viel eben schriftlich da geschrieben wird. Wie viel würdest du sagen, kann man überhaupt beim Lernen eines Instruments vom Papier lernen? Und wie viel muss man eigentlich tatsächlich einen Lehrer haben oder jemand, der wirklich gut ist, der einem solche Tipps geben kann oder wirklich was vorspielen kann? Ja, das ist natürlich richtig. Man kann viel lesen, aber wenn man, also deswegen meinte ich vorher, das mit dem Yoga ist sehr wichtig, um ein Gefühl für Körper zu bekommen. Manche haben natürlich ein gutes Gefühl und dann sind solche Sachen sehr einfach für die Leute. Wenn wenig Gefühl für den Körper da ist und auch für Muskeln, dann wird es einfach schwierig, so Sachen umzusetzen. Der Malte Burba hat ein vortreffliches Werk geschrieben. Das war quasi das Letzte. Ich möchte gerne das Ulfe machen, weil das ist ja völlig richtig unter den Nerds. Und wenn du uns bitte noch ein Stück spielen kannst, was Kurzes. Ein Stück spielen? Irgendwas Kurzes spielen. Ja! Aber dann nach den Fragen, falls du was hast, was du kurz noch spielen kannst. Aber jetzt will ich eben die Möglichkeit geben, dass ihr Fragen stellen könnt. Dazu ist es die Red Knight auch da. Ja, meldet euch. Was ist ich? Ja. Ja, hallo. Das ist wahrscheinlich eine ganz dumme Frage, aber wenn du anfängst zu spielen mit irgendeinem Ton, hast du eine Markierung an der Posaune oder weißt du das einfach? Weil ich meine, das Ding ist doch ziemlich laut. Oft gehört diese Frage. Also das eine ist diese Naturtonreihe und das andere sind diese 7,5 Töne. Ich zeige es einmal ganz kurz. Manchmal macht's, also ich spiele schon dann doch 30 Jahre und irgendwann weiß man halt ungefähr, wo es ist. Ungefähr meine ich tatsächlich so, weil man muss immer gucken, wie ist der Kontext. Wenn jetzt ein Klavier da ist und das verstimmt ist, dann ist der Ton für mich woanders, wie wenn jetzt der Bass zu tief ist und ich dann vielleicht nach dem spiele. Also man muss die Ohren einfach auch aufmachen. Genau, und irgendwann lernt man es dann, hoffe ich. Also man muss es mit den Ohren machen. Okay. Also man muss sich selber zuhören. Nächste Frage. Hallo. Ich frage mich, wenn du einen Schüler hast, der gerade anfängt, Posaune zu spielen, wie baut man auf? Also mit was fängt man so an? Was sind so die, Basis? Wie alt ist der Schüler? 8 und hat noch nichts gespielt vorher. Dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Ab welchem Alter würdest du es machen, oder? Nein, also das ist sehr schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Also ich habe in einem Musikverein angefangen und da gab es keinen Einzelunterricht. Man hat halt irgendwie, ja, ins Plasma rein und muss so machen. Und bei dem, also da ist es eher so dieses Zufallsprinzip. Wenn einer Glück hat und irgendwie das gut macht, dann klingt das ganz gut. Und dann sagen irgendwann irgendwelche Leute, hey, jetzt nimm halt mal Unterricht, das wäre doch super. Also bei mir hat es irgendwie, keine Ahnung, glücklicherweise funktioniert. Und mit 15 waren dann einfach ein paar Stimmen da, die gesagt haben, hey, es würde sich lohnen, wenn du mal Unterricht nehmen würdest. Also, also mit Kindern ist es tatsächlich sehr schwierig, weil mit diesem da. Also ich habe das immer so ein bisschen, also ich war auch jemand, der ist irgendwie 2 Stunden lang im Gras rumgelaufen und hat Spinnen angeguckt, vielleicht wäre das auch ein Nerd-Thema. Also ich glaube, ich konnte mich irgendwie auf irgendwas Einfaches, auf wenig konzentrieren und konnte da was rausziehen. Aber das mit Kindern zu machen ist sehr schwierig, weil die einfach Spaß haben wollen, das ist auch ihr gutes Recht. Da weiß ich ehrlich gesagt auch keine gute Lösung.
muss also schon Nerd sein, um dann entsprechend diese durchhalten zu können und die Fokussierung zu haben. Ja, nächste Frage. Ich hätte nur eine zweite. Sorry. Ich wollte nur fragen, was an deiner Übung, die du jetzt mehrmals gesungen hast, findest du die einfach schön, weil das eine schöne Melodie ist? Oder gibt es da irgendwas Spezielles, was du daran so gerne übst? Oder? Okay, ich habe jetzt einen kleinen Teil noch verschwiegen, weil die Übung geht noch weiter. Also es ist... Und damit kann man, also quasi Bindeübung und Zungenstoß, man kann halt versuchen, diesen Ton genau zu treffen. Und ich hatte komischerweise mit 15 oder 16 diesen inneren Zwang, dass wenn das nicht gepasst hat, dann musste ich es nochmal machen. Und das war im Studium dann teilweise auch so, dass mich es schon genervt hat, weil ich eigentlich ja total virtuos werden wollte und total schnell spielen, aber es ging nicht, weil ich immer am Anfang schon hängen geblieben bin. Und ich habe es halt immer wiederholt. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch gut ist, wenn man es halt, also so zen-mäßig immer wiederholt. Habe ich die Frage beantwortet? Ja. Frage. Ja, was hat sie mit dieser Naturtonreihe auf sich? Also was ist denn an der so natürlich? Ja, jetzt bräuchte man einen anderen Nerd, nämlich einen Physiker. Also das ist halt von der Natur so gegeben. Also wenn man jetzt in eine Colaflasche reinbläst, dann gibt es auch verschiedene Töne, nur ist es da etwas schwieriger. Also es gibt die Jagdhörner, die halt haben auch diese Naturtonreihe. Also alle Blasinstrumente haben so eine Naturtonreihe. So richtig... Mehr kann ich jetzt nicht erklären. Ja. Gleich mal ein gutes Thema für die nächste Nerd Night. Wenn jemand eben aus dem Schallbereich da mal einen Vortrag machen würde, auf jeden Fall. Da war noch eine Frage. Wo hast du denn die Ausbildung zum Blechblasinstrumentenbauer gemacht und warum hast du es nicht weitergemacht? Hat dir das nicht gefallen? Oder? Ja, ich habe die Ausbildung bei Kühnel und Heuer gemacht. Das ist ein Instrumentenmacher in Markt Erlbach in Franken und habe dann ein Jahr bei Robert Woryschek gearbeitet, der mir auch diese wunderschöne Posaune gebaut hat. Bis auf die Türklinke, die ist von mir. Und der hatte zu der damaligen Zeit zu wenig Arbeit. Da war ich 24 und ich hatte vorher immer gedacht, ich bin viel zu schlecht zum Studieren. Und durch das, dass ich im Bundesjugendjazzorchester spielen konnte, hatte ich aber auch Vergleiche zu anderen Studenten. Und dann habe ich gemerkt, ja, das passt schon, das ist irgendwie okay, also ich brauche mich jetzt nicht verstecken. Aber eigentlich war es ein toller Beruf und es war nur, weil ich keine Lust hatte, jetzt wieder von Süden zum Beispiel nach Norden. Also als Instrumentmacher gibt es ja nicht so viele Jobs. Das war bei Bartels und ich wusste, dass in Bremen eventuell eine Stelle frei würde. Und ich hatte einfach überhaupt keine Lust, jetzt von Tölz nach Bremen zu ziehen. Und dann war irgendwie München in der Nähe und ein Freund hat gesagt, du am Montag, also es klingt jetzt ein bisschen, aber es war, wie sagt man, ja, relativ spontan. Der hat gemeint, am Montag fangen die Prüfungen an, geh doch da hin und spiel vor. Dann habe ich am Montag angerufen und gesagt, ich würde gerne studieren. Und dann haben die gesagt, das geht aber nicht, weil es gibt eine Aufnahme, also eine Frist, wo man sich anmelden kann, aber es hat dann doch geklappt. Noch eine letzte Frage da drüben. Ja, eine Antwort auf das mit der Naturtonreihe. Also es ist eigentlich einfach so, es gibt den Grundton und die Oktave ist dann die doppelte Frequenz, das nächste ist die dreifache, die vierfache, die fünffache und so weiter. Genau. Gut, jetzt ist das auch geklärt. Hast du noch was, was du spielen könntest, wolltest oder ist das zu spontan? Okay, also der Auslöser war ja wie gesagt dieses Metallblasinstrumentenmacher-Video, wo ich gezeigt habe, wie man ein Posaunenschallstück aus einem Stück Blech macht. Und da am Ende dieses kleinen Videos spiele ich einen kurzen Teil von einem Stück von dieser Popband, wo das Album gerade am 4. Oktober herausgekommen ist.
Die Single heißt Toll und das ist so eine kurze Phrase daraus. Jetzt muss man sich nur noch eine Popband dazu vorstellen und dann ist es total fett und groß. Weiter mit dem nächsten Vortrag. Heute haben wir was zu trinken.